Was macht eine Fremde so weit hier draußen? Das Tal freimachen. Du musst eine der vermissten Tenakt sein. Alle dachten, du wärst tot. Beinahe. Dex und Kenalla. Sind sie... Kenalla lebt. Ivira hat sie gerettet. Apropos. Aloy. Ivira. Konntest du nicht widerstehen? Und meine Chance vertun, mit der Streiterin im Tal der Gefallenen zu jagen? Niemals. Wie ich sehe, hast du Iveta... Das sieht mal nach Kampf aus. Bist du dabei, Marschallin? Meine Klinge gehört dir! Blut der Zehen! Wir dürfen die Dinger töten? Was sind die? Ich sollte den Köder in der Nähe überbrücken, damit keine Maschinen mehr hergelockt werden. Und den Rest des Tals sichern. Noch ein seltsames Protokoll von dem Julius. Und da lag ich wohl richtig. Die Sinets haben diese Dinger hier gelassen, um Maschinen anzulocken, die den Zugang zu ihrer Basis schützen. So. Muss ich doch hier wohl hochklettern. Das ist ein tolles Ding. Da ist der Wasserfall. Und Killermaschinen, wie versprochen. Wenn ich recht habe und hier irgendwo ein Köder ist, findet mein Fokus ihn vielleicht. Wenn Langbeine mit von der Partie sind, wird's immer laut. Thank you.
einfach mal die Waffe hin. So stecke ich wieder drin fest. Das Gebiet ist sicher. Mal sehen, ob es hier in der Nähe einen Köder gibt. Da ist der Köder. Jetzt sollte ich den Köder überbrücken können. Okay. Müsste der letzte sein. Sieht aus, als wäre da eine Aufzeichnung. Hey, Arschloch! Ich hab ne Aufgabe für dich. Der Julius ist unser Verrückter. Klapp und mach, was dir gesagt wurde. Nimm die Roboter von hier, um den Ort frei von lokalem Abschaum zu halten. Ich würde es selbst tun, aber Gerard meint, ich muss mich konzentrieren. Also hab Spaß für uns beide. Wird gemacht, Wohltäter Wisser. Auf den Julius ist Verlass. Eric hat also eine einfache KI mit den Ködern beauftragt. Die hat sich beim Überbrücken des letzten Vulkans abgeschaltet. Ich sollte Evira informieren, dass das Teil sicher ist. Die Phantome müssen aufgetaucht sein, um den Köder zu verteidigen. Wer weiß, ob noch mehr kommen. Aber das wäre den Sinitz egal. Bin gleich zurück. Sie braucht einen Arzt, aber sie schafft es. Dank dir. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es der beste Tag, um zu kämpfen. Dieser Kampf war außergewöhnlich. Und diese seltsamen Maschinen. Meinst du, es kommen noch mehr? Nein. Ich fand heraus, was die Maschinen ins Tal brachte. Und setzte dem ein Ende. Oh, gute Nachricht für den Clan. Du willst nicht noch mehr von den Dingern bekämpfen, Evira. Sie sind nicht wie andere Maschinen. Für die Meister, denen sie gehorchen, sind Menschen unbequem. Sie töten jeden, ohne nachzudenken. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Die Lichter vor der Küste, sind die von Ihnen? Ja. Es ist eine Art Schild, um die Insel zu schützen. Die Maschinen in diesem Tal sollten jeden töten, der in die Nähe kommt. Sinnloses Gemetzel. Es ist etwas für eine Streiterin, keine Marschallin. Bitte, nimm das hier. Es kann dir zukünftig helfen.
Danke. Das Tal sollte sicher sein, erstmal. Aber du musst den anderen Tenakt sagen, dass sie sich von der Insel fernhalten sollen. Beim Wort der Streiterin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Aloy. Wir werden uns wiedersehen, mit Sicherheit. So. Wolkenschieber sind mächtige Waffen, die schnell Salven vom Geschoss abfeuern können. Alte gedruckte Waffe, die einen. Okay. Dem Regen kann ich nicht. Verfügt werden. Okay. Kann der Wegding dabei sein? Ja. Du hast die hier. Du hast die Karte. Ich sollte zu Fuß aber gehen. Wieso war das überhaupt nötig? Du hast da drin musst du wirklich keine Maschine herumtrampeln. Doch ein Marsch. Die Einstärke sei mit dir. Streitere unsere Stärken. Ich bin Mutter. Sie kommt wieder. Ruh dich aus. Behalte sie im Auge. Ist sie krank? Du bist Aloy, nicht wahr? Begleite mich. Ich bin Ateka, Kommandantin des Tiefland-Clans. Das Mädchen Zella, sie hat eine Blutjochvergiftung. Seit Monaten verseucht es unser Wasser und verdirbt Essen und Trinken. Wir haben gelernt, einigermaßen damit zu leben. Doch kürzlich, einfach so, verschwand dieser Dreck fast ganz aus dem Tiefland. Nur ein Fluss ist noch rot, wie ein Aderabzweig eines Kadavers. Also ist das Wasser hier noch giftig? Ganz genau. Mein bester Trupp, geführt von Zellas Mutter, sollte die Quelle suchen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Hikaru erzählte, wie du in der Kulrut ein Stück des Throns auf Regala fallen ließt. Du hast ihn gerettet. Leih mir deine Kraft. Gemeinsam finden wir meinen Trupp und die Quelle des Gifts. Du kennst Hikaru offenbar ziemlich gut. Er war mein Kommandant, bevor er Häuptling wurde. Ich diente in seinem Trupp, als wir beide noch sehr jung waren. Damals war er ein gnadenloser Kriegsfürst. Entschlossen, jeden Feind des Tiefland-Clans zu vernichten. Ich war bei ihm, als er den Hain eroberte. Stand draußen Wache, als er drinnen den Thron bestieg. Er kam als Eroberer. Doch kehrte mit dem Ziel zurück, das ewige Blutvergießen zwischen den Clans zu beenden. Weil er Faradays Botschaft sah. Ja. Die Vision veränderte ihn.
gab ihm ein neues Ziel. Er wurde der erste Häuptling, Herrscher aller Tenakt, und ließ den Clan gegen die Maschinen kämpfen, statt gegeneinander. Wenn du Hekaru so nahe stehst, wieso bist du kein Marschall? Wollte ich, doch Hekaru brauchte einen vertrauenswürdigen Anführer für seinen alten Clan. Den Wüsten- und den Himmelsclan unter Kontrolle zu halten, ist schwierig genug. Doch der Titel war kein Geschenk. Ich kämpfte für die Ehre, gemäß unseren Riten. 5 Tage voller Narben und Blut. Zur letzten Dämmerung war ich übrig. Die neue Kommandantin. Fast 20 Jahre ist das schon her. Dieses Blutjoch. Nennt ihr so die roten Algen? Ja. Vor ein paar Jahren war es nur ein schmaler roter Streifen im Fluss. Aber mit der Zeit wuchs es zum andauernden Gift. Wer das Wasser trinkt, wird krank. Unsere Fische starben ab. Doch kürzlich, einfach so, wurden die Flüsse wieder klar. Alle bis auf einen. Darum siecht mein Volk weiter dahin und schwächt den Clan. Ich helfe dir mit dem vermissten Trupp. Gut. Ich breche jetzt auf. Je länger sich das Blutjoch hält, desto länger leidet mein Volk. Wir folgen dem roten Fluss, wie es auch der Trupp getan hat. Vielleicht entdecken wir irgendeine Spur. Bereit? Dann brechen wir auf. Wir beginnen an der Mündung des roten Flusses. Hier lang. Monatelang sah ich zu, dass die stärksten Krieger bis zum kleinsten Kind jeder vom Blutjoch krank wurde. Ein Vorrat. Als sich die anderen Flüsse klärten, schien sich das Blatt endlich zu wenden. Dass diese Hoffnung starb. Hey, wir werden die Ursache finden. Wir müssen. Das ist die Mündung des Flusses. Folgen wir ihm flussaufwärts, finden wir die Quelle des Gifts. Und hoffentlich den Trupp. Ich werde dir folgen. Aber das mit dem Lagerfeuer erstmal. Er hat schon wieder kleine Böck. Kleine Kiefers. Maschine. Vor kurzem erledigt. Wer diese Maschine erlegt hat, war präzise. War sicher der vermisste Trupp. So zielsicher wie die Zehen. Diese Maschinen waren bestimmt nicht leicht zu erlegen. Und das Blut. Jemand hat den Kampf nur knapp überlebt. Der Trupp ist sicher weiter. Gehen wir flussaufwärts. Klingt wie kämpfen.
Der Trupp könnte in Schwierigkeiten sein. Tenakt-Soldaten. Das ist der Trupp. Wir müssen diese Maschinen erledigen. Meine Pfeile fliegen wie die Zehen. Keine Munition mehr. Trupp, alle hierher! Aloy, gut gekämpft. Ateka, das waren keine normalen Maschinen. Rebellen hatten sie überbrückt. Regala, noch ein Gift, das uns zusetzt. Wie fing das an? Wir kämpften uns flussaufwärts bis hier. Und dann fanden wir das. Wir wollten genauer nachsehen. Wir waren gerade beim Aufstieg, als diese Maschinen angriffen. Sie waren wohl auf Patrouille. Tote Maschinen, ein vergifteter Fluss und Regalas Rebellen. Das kann kein Zufall sein. Du hast recht. Ruh dich aus. Und geh zurück nach Dornmarsch. Die kleine Sella wartet auf dich. Aloy und ich übernehmen jetzt. Ja, Kommandantin. Wenn dort Rebellen sind, könnte es eine Falle sein. Wir kämpfen uns durch, so oder so. Bist du dabei? Los, ab nach oben. Ich folge dir, Aloy. Ja, wo willst du denn hochgehen hier? Ja, schalt auf die Kiste. Hier hinauf! Im Ernst jetzt. Werde ich bald brauchen können. Umsonst eine rechte Flanke geklettert. Anscheinend müssen wir ich warte die Wasserfälle hier hoch. Direkt durch das Blutjoch.
Legen wir los. Das Wasser riecht verfault. Leb lieber damit. Verdammter Dreck. Meine Hände sind voll. Nicht die Hände einfach. Aber nicht loslassen. Das muss man mir nicht zweimal sagen. Das sind viele tote Maschinen. Aber das ist ein großes Viech hier. Da, Aloy. Alles gut. Hörst du? Klingt nach einer Maschine. Wie komme ich jetzt da weit hoch? Komm, du Scheiß. Warte! Wir sind hier ungeschützt. Sie hat uns nicht gesehen. Na los, geh weg! Okay. Wir sind in Sicherheit. Wir müssen gegen das Ding kämpfen, oder? So viele Maschinen. Abgeschlachtet. Da kommt frisches Wasser. Von den Fällen. Der Damm blockiert es sicher. Schalten wir zuerst die Rebellen aus.